Diesen tiernen Panzer habe ich bisher noch nie gezeigt, aber denke, er ist es wert und damit herzlich willkommen zu Let's Play Armored Warfare. Ja, jetzt schauen wir uns heute mal den Tier 9 Panzer, wobei ich weiß gar nicht, ob ich offiziell Panzer sagen darf, das Tier 9 Gerät Crap. Denkt ihr da, was ist das überhaupt? Schauen wir uns doch mal an. Ist ein Schützenpanzer. Die Geschichte besagt folgendes. Der französische Crap, kurz für Combat Reconnaissance Armored Buggy, ist ein gepanzertes Fahrzeug, das mit der Intention entworfen wurde, den VBL zu ersetzen. Das Fahrzeug kann mit einer Reihe unterschiedlicher Waffen ausgerüstet werden, die es ihm ermöglichen, auf dem Schlachtfeld verschiedene Rollen einzunehmen, auch wenn es primär als mobile Unterstützungseinheit konzipiert wurde. Ja, der Schaden selber ist deswegen auch erstmal sehr gering mit 104, dafür haben wir 224 Durchschlag, also das ist nicht allzu hoch, da müssen wir versuchen, nachher gleich hier mal den Gegner ins Heck zu fallen. Schaden pro Minute wäre aber dann sehr solide, wenn man immer trifft, nämlich 10.000, Nachladezeit 9 Sekunden und die Feuerrate 206 Schuss pro Minute. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Dafür die Trefferpunkte minimal 1.720 und auch die Panzerung eigentlich nicht vorhanden. Die Geschwindigkeit sensationell dafür wieder, fast 110 km/h. Die Geschwindigkeit von 0 auf 32 in 2,6 Sekunden anliegend. Eine Wannenschwenkung 81,8 Grad. Die Tarnung und Zielerfassung auch sensationell. Also, da haben wir einen Panzer, der, glaube ich, ein bisschen was erfordert, aber in der Tendenz sehr, sehr, sehr viel Spaß machen kann. Ja, und ob das so ist, schauen wir uns jetzt mal in der Runde PvE an. Die Operation Frostschaden. Ein Schneeschirm hat die Verbindung zum Hauptquartier unterbrochen. Begibt euch zur Satellitenstation, um die Kommunikation mit der Ölraffinerie wiederherzustellen und wartet weitere Befehle ab. Ja, also hier die Satcoms herstellen, den Bohrturm verteidigen, viel verteidigen, viel bewachen und Spähe nach Gegnern. Ja, das sollte ich doch hinbekommen. Also gerade das Spähen, der Äpfel ist ja mein Panzer wie gemacht. Wir haben hier einen 10er, den Challenger 2, sonst ein reines 9er Gefecht. Oh, und da gucken wir jetzt nochmal. Ich freue mich schon auf. Ach, Wahnsinn, wie der gleich in Tritt kommt. Ein typischer Radpanzer, da muss man halt erstmal immer so ein bisschen aufpassen. So, ich habe gespäht. So. Ja, gespäht habe ich, geschossen habe ich auch. Ersten 1400 Schaden schon gemacht. Schau mal, was ich noch so spähen kann. Wahnsinn, ist das Ding schnell. Wuhu! So, ich spähe euch alles, gar kein Problem. Nur, wow. Nicht zu viel spähen. So, wenn jetzt jemand Schaden machen will, kein Problem. Ich würde mich freuen. Kleiner Drift. Hier sollte ich ein bisschen weg, weil das ist natürlich hier sehr, sehr weit vorne. Dementsprechend, wenn, dann will ich hier so ein bisschen umfahren und da dann eher wirken. Naja, natürlich auf mein Ziel ist keiner gegangen. Das war dann doch ein bisschen zu weit weg. Oha, was ist denn da los? Abrams, seitlich, sehr schön. Der ist weg. Ja, dass ich da was abbekomme, wundert mich jetzt mal so gar nicht. Geh weg, schau mich an. Das ist kein Ziel. Na, weg mit dir, Kamerad. Kein Problem. Wollte ich mir den schlechter. Zack. Und weiter geht's. Super spaßig, diese Maschinengewehr-Dinger im PvE. Ist einfach so. Ganz ehrlich, für mich sollte da AW noch viel mehr Mühe in den Modus stecken. AW hat es einfach meines Erachtens, PvE ist einfach die Zukunft. Weil im PvP, da sind sie meines Erachtens einfach
zu schwach aufgestellt, beziehungsweise World of Tanks ist da zu gut mittlerweile. Aber PvE ist super gut. Das kann man wirklich wärmstens empfehlen. Wenn ich da hinten nach Gegnern spähen muss, sollte ich da vielleicht... Ich fahre da jetzt mal hin. Lass mir hier die Nebenmissionen machen. Okay, alles klar. Physik sei Dank, habe ich hier das alles so gut überstanden. Was muss ich? Muss ich jetzt da drin machen? Habe ich gemacht. So, läuft. Zack. Muss ja hier auch, wenn ich schon so ein schnelles Gerät habe, mit dem ich ja schon fast Need for Speed spielen kann, dann muss ich da ja auch ein bisschen mich um die Nebenmission kümmern. Das kann natürlich kein Leo machen, dafür bin ich da. Also auch da immer ein bisschen Fokus haben auf diese Nebenmissionen, nicht nur stupide den Damage machen, ganz wichtig. Sonst wird man nämlich viel schneller beleidigt, als es wünschenswert wäre. Gut, das ist der Nachteil bei einem schnellen Panzer. Ich repariere den jetzt, das ist lieber so als anders. Gut, man sollte auch so ein bisschen auf die Umgebung achten. Oh, den will ich spotten, den will ich spotten. Yep, jetzt macht Schaden, Jungs, jetzt macht Schaden. Ich hole mir da gerade nochmal hier die Nebenmission. Die machen das schon. Sind hier noch 1,22. Habe ich. So. Eine Mission. Dann. Jetzt müssen wir den Turm verteidigen. Den Ölbohrturm auch. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Hier kommt mal wieder was für mich. Ach, warum fahrt er denn da nicht drüber? Das war jetzt kein so großes, schlimme Anhöhe. Fand ich zumindest. So, da komme ich gerade nicht drauf. Jetzt fahre ich hinter sie, sind wir mal seitlich ran und hab dann da meinen Spaß. Lad nach. Na, der hat jetzt eh kaum mehr Hitpoints. Gut, weg ist er. Ah, ich finde diese Maschinengewehre einfach super gut. Machen immer wieder Spaß. Egal, was da unten dran ist, ob da Reifen, ob da Ketten drauf sind, ist total Rain. Sobald man so ein Ding bekommt, hat man seinen Spaß. Und das mit großem Wissen. So. Kein Durchschlag. Frechheit. So, den habe ich markiert. Ja. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Gut. 13 Sekunden, dann kann ich wieder scouten, beziehungsweise hier mir die Unterstützung holen. Ab durchs Wasser. Mit dem Mini-Drift. So, auf den werden sie aber wohl nicht gehen. Oh, der ist schön weich. Oh, bleib doch da. Lass uns doch Spaß haben. Boah, der war knapp. Also, wieder ab zur Mission.
Die Geschwindigkeit ist sensationell einfach. So, erstmal dich. Ich suche mir erstmal die Panzer aus, wo ich gut durchkomme. Oh ja, sowas zum Beispiel. Reload, reload, reload. Aber auch der Damage, also schaut's mal her, wir sind bei 13,5k. Sehr geil. Bisschen zu spät drauf geachtet. Ehrlicherweise. Oh, da ist schon rum. Das war's schon. Ja, aber ich glaube, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier den Plus da bekommen habe, aber ich denke mal, ordentlich habe ich mich präsentiert und ich sage mal, alles unterhalb von Platz 3 wäre jetzt eine Enttäuschung, gebe ich ehrlicherweise zu. Also ich will jetzt mich hier schon auf dem Stockerl sehen, so wie es die Österreicher sagen. Stockerl, Stockerl, Stockerl. So, nee, sogar Platz 1, sehen wir hier. Der Blue Star mit 15.000 Schaden und 17.700 gespottet. Auch das Teamwork haben wir bekommen. Ja, und ich bin sogar recht sehr gut auf den ersten Platz. Also 600 XP trennen mich da vom Team. Ich bin vom Damage her auf dem dritten Platz, aber natürlich so viel gespottet, da wurde das dann belohnt. Leider ein paar Abzüge wegen dem Reparaturset, sonst wäre es noch da etwas mehr gewesen. Ja, war eine geile Leistung, hat mir viel Spaß gemacht mit einem coolen Panzer. Crab ist nicht dem Namen in Anführungszeichen würdig, ist gar kein Crab, sondern ein geiles Gerät. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.